Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Stranded Deep. Ja, wir steigen gleich mal wieder ein. Unter Wasser. Nein, wir steigen gleich mal wieder ein. Hier sind wir ja wieder da, wo wir vorher aufgehört haben. Bei unserem Schiffswrack. Und ja, wir gehen. Na, aber hallo. Da ist übrigens ein Hai. Wenn ich gerade auch nicht weiß wo. Aber ein Hai ist da ringsum. Willst du mich jetzt veralbern? Ja, ein kleiner Bug gibt's natürlich immer. Lasst mich auf das Boot. So, Schiffswrack, ich komme. Und wir müssen dann nachher irgendwie auf eine andere Insel kommen. So, die Schnelltasten funktionieren auch. Ne, eigentlich für den Hai müssen wir ein Messer nehmen. Und eine Axt. Jeppa, gut. Den Hai habe ich gerade nicht im Blickfeld. Wo haben wir den? Keine Ahnung, wir gehen jetzt ins Wasser. Flare und Fisch. Okay, auch ein Bug. Ein Flare Gun. Unten. Machete. Oh, 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 oh. Nee, was schmeißen wir jetzt weg? Ja, wir schmeißen unsere Axt weg. So. Und nehmen die Machete. Na. Boah. Jetzt geht's uns ja richtig gut. Ah! Da drüben. Pass auf, ich habe eine Machete. Ich habe eine Machete. Geh weg. Geh weg. Wieder Energie gleich null. Geh weg. Komm her. Dann bleibst du jetzt hier. Ja, geh nur weg. Mein Gott, das ist eine Machete. Wie viel hält denn der Fisch aus hier? So, komm her. Komm her, lieber Hai. Komm her. Na, will er jetzt nicht mehr, hä? Nö, jetzt will er nicht mehr. Habe ich es ihm gezeigt. Aha. Ein Eimer. Wozu auch immer gut sein soll. So, komm. So. Was schmeißen wir hier rein? Wir schmeißen hier unseren Speer rein. Okay, legen wir da rein. Und die Axt, die wir gefunden haben, auch. Und den Hammer, den wir gecraftet haben, auch. So, jetzt
Ja, das ist übrigens meine Uhr, die tickt, die sagt mir, hallo Junge, du hast keine Energie mehr. Du solltest schlafen oder so. Ja, schön wäre es, wenn es hier Stein würde geben, wenn ich ehrlich sein soll. Eine Pfeife, ne, brauche ich jetzt echt nicht. Ancient. Ja, weiß ich nicht für was, aber wir nehmen es mal mit. Weil, ja, wie soll ich sagen? Vielleicht können wir uns mal ein motorisiertes Boot machen. Ja, springen ist die Kunst des Nichtskönnen. Wenn du nichts kannst, springen kannst du immer. Nein! Was kannst du jetzt da wirklich mit diesem Kessel machen? Würde mich echt wundern eben. Mit dem Rift, naja. Gut, wir fahren wieder zurück. Wir kommen einfach heute nicht auf eine neue Insel, merke ich schon. Ich weiß auch gar nicht, welche Insel das jetzt wirklich als nächstes da wäre. Ich hoffe, es gibt noch irgendeine Insel, die wir ansteuern können. So. Hopp, hopp, hopp. Oh. Oh oh. Ich hab den Speer verloren. Ja. Noch irgendwas, was weg will? So, geht mal bitteschön da vorne hin. Ja, dann sehe ich dich nämlich auch. Sehe ich dich nicht. Naja. Schöner Mondaufgang und ja. Wenn die Sonne untergeht, na, das fragt mich hier mal nicht. So, auf jeden Fall. Wir fahren zu unserer Insel. Die wir übrigens, wenn wir weit weg fahren, nicht mehr finden. Als nächstes steuern wir diese Insel an. Mal schauen, ob es noch in dieser Folge passiert, aber ich glaube schon. So, hopp, 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 hopp. Ja. Ich habe die schnelle Variante Leiter noch nicht rausgefunden, wie wir schneller hier paddeln können. Aber wir bringen einfach mal alles auf unsere... auf unsere Insel. Die beschlagnahme ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, es hat niemand was dagegen. Und schauen mal, was wir so mit Kessel und Engine machen können. Vielleicht können wir ja schon was craften. Der Hai, den wir vorhin hatten. Ah, nee, Axt habe ich noch, gut. Den Hai, den wir vorhin hatten, der hat sich auch aufgegeben. Der ist vielleicht vermutlich verblutet schon. So, gleich sind wir auf der Insel. Und so ein Navi-Punkt für die Insel, das wäre nicht so schlecht, wenn man das würde können. Ach, da ist ja unser Hai wieder. Na, supi. Freut uns. So. Ja. Weiß ich nicht, kann man mit der Machete eventuell... Ich hau jetzt einfach mal auf.
Ja, die Gabben verstecken sich da unten drunter. Okay. Ach, guck mal an. Nein. Verdammt. Ja, mit einer Machete in der Hand kann man natürlich auch nicht viel machen. Wir legen den da jetzt noch hin. Habe ich mir schon fast gedacht. Und wir legen... Und wir legen den da noch hin. Aber der Wassereimer, der wird gar nicht angenommen. Ne? Drum weiß ich gerade nicht, für was der wirklich gut sein soll. Genau. Also gut, was man ausprobieren kann, ist... Scheiße. So. Also, können wir mit dem Kessel schon was machen? Nein, dann nehmen wir den mal mit. Und... Ach ja, da wird der... Da wird ja der Kessel gar nicht ernst genommen. Ja, in dem Spiel. Oh oh. Lieber Kessel, dich brauche ich jetzt gerade nicht. So. Speer habe ich noch. Tricky das Ganze, Leute. Ganz, ganz, ganz tricky. Okay, ich hole noch die Super-Axt. So, und drücken gleich mal 8. Jetzt fällen wir uns noch einen Baum, weil wir es können. So, wir fällen diesen Baum hier, falls das möglich ist. Anscheinend nicht. Sind wir noch zu dumm dafür? Nein. Naja, dann halt diese Palme hier. So, wir klettern noch. Ah! Nein! Und jetzt wissen wir schon mal, was passiert, wenn man stirbt. Dann ist das Spiel vorüber. So, okay. Jetzt fange ich nicht nochmal an. Denn die Bäume haben sich nicht fällen lassen, also von dem her, nein, danke fürs Zuschauen, das war jetzt eine kurze Folge, aber wir haben zumindest wieder was rausgefunden, und zwar, was passiert, wenn wir sterben, und genau das passiert, Game Over. Also man hat genau ein Leben, wir wissen auch gerade noch, dass es eventuell ein Bug ist. Wir wissen auch, dass es eventuell ein Bug ist, dass wenn man keine Lebensenergie mehr hat, dass man da immer noch am Leben ist. Wie die meisten Survival Games in der Alpha-Stadium ist das eigentlich üblich, dass man, wenn man die Energie down, also komplett auf Null hat, dass man dann immer noch irgendwie weiterlebt, weil das Ganze noch nicht wirklich so in das Spiel eingebaut ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es in diesem Spiel wirklich so ist, dass es ein Bug ist, oder ob das wirklich so ist. Für das ist das Spiel noch ziemlich in der früh Alpha, wo man nicht genau sagen kann, dass das so und so wirklich ist. Ja. Wir müssen uns auf jeden Fall überlegen, wie wir an Steine kommen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie man am besten in dem Spiel an Steine kommt.
sagt mir auch, ob ich noch einmal laden soll oder ob ich komplett noch mal neu anfangen soll. Mit der Hoffnung, dass wir hier eine größere Insel haben. So, und nun sage ich euch, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Liebe Grüße von Trantobaki und Let's Play!